Liebe Freunde, bitte Konzentration. Ich hoffe, wir werden in Frieden abheben und in Frieden landen. Denn jetzt werden wir in eine Welt eintauchen, wo es uns viele, viele, viele Fragen beantwortet. Was mit Shmirat Negiah und Tzniu zu tun hat. Shmirat Negiah bedeutet übersetzt, dass aufpassen, die Vorsicht vor dem Anfassen fremder Leute. Fremd bedeutet nicht dein Mann, nicht dein Vater, nicht deine Mutter, nicht dein Großvater. Diese Tat bewahrt uns, den anderen und uns auch natürlich, den Menschen in die Sünde zu kommen. Welche Sünde? Wir wissen, welche Sünde gemeint ist. Ich will nicht weiter hineingehen. Ach schau. Wer möchte, kann ein Handy rausnehmen und den Taschenrechner. Wir werden heute rechnen. Heute gibt es Mathematik. Prüfung. Okay. Das ist richtige Matura heute. Eine relativ Matura. Okay. Nehmen wir das Wort Shmirat Negiah. Hat das einen Schutz für uns oder nicht? Im Ken oder in der Ren? Nehmen wir das Wort Shmirat Negiah, das Bewahren vor dem Anfassen. Wie schreibt man Shmirat Negiah? Shin, Mem, Yud, Resh, Taf. Ken? Negiah, Nun, Gimel, Yud, Ein, Hey. Okay? Wer rechnet mit? Wer hat ein Handy bereit? Na, das ist zu viel. Vergiss. Mach Handy. Mit Kopf werden wir morgen rauskommen. Shin. 300. Mem. 40. Plus? Nein, dividiert. Shin. 300. Mem. 40. Yud. 10. Reish. 300. Taf. 400. Shin. 300. Reish. 300. Nein. Reish. 300. Nein. Reish. Shin, Shin 300, Mem 40, Yud 10, Resh 200, Taf 400. Kann man jetzt an? 950. Das ist Shmirat. Jetzt Negiah. Nun ist 50, Gimel 3, Yud 10, 71, Hey 5. Wer rechnet? Warte. 138. 138 plus 950? 1088. Richtig? Bitte Zahl merken. Bitte merken. Weiter. Warte kurz. Cool. Reger. 1088. Genau. Ach schau. Wenn wir nehmen es gibt Gematria Gdola, was wir jetzt gerechnet haben, die normale Gematria, und es gibt Gematria Gdana, die Nullen weg. Von 1088 nehmen wir 1 plus 8 plus 8. Kammer? 17. Perfekt. Okay. 17. Nehmen wir die Zahl 1 plus 7 ist 8. Brit Mila, wie viele Tage? 8. Nes Chanukka? 8. Unsere Seele, Chanukka. 8. Was hat Chanukka für ein Symbol? Licht. Licht. Nachon? Jaffe. Das heißt, eine Frau, die auf das achtet, ist eine Art Licht für die Frauen, die nicht darauf achten. Weiter geht's. Sagt der Shomer Emunim Rabbi Aaron Rata, dass ein Mensch, der was schmutzig ist außerhalb auf seinem Körper, ja, es gibt eine Metapher, eine materielle Metapher. Das heißt, wenn ein Mensch einen schmutzigen Körper hat, einen verschwitzten Körper oder ein Körper, was nicht sauber ist, ja, er kann nicht klar denken, er kann nicht eher sein 100% nach vorne, erst nachdem wir geduscht haben, oh, ist okay, du bist wieder derselbe. Ja? Das heißt, was schlimmer ist als das, ist, wenn der Mensch nicht darauf achtet, dass sein Körper rein und sauber bleibt. Shmirat Negiah.
Weiter geht's. Achshav, Kadosh Baruch Hu sagt und verspricht. Es gibt ein Pasuk, was sagt, Shimcha HaGadol HaNora Kadosh Hu, nachon? Shimcha HaGadol HaNora Kadosh Hu. Jaffe. Das ist ein Symbol, diese vier Wörter, fünf, sind die Wörter, alle Lobwörter von Kadosh Baruch Hu. Shimcha HaGadol HaKadosh HaNora Hu. Shimcha, dein Name. Hashem, Shimcha, Shem Shelcha. Jaffe. Er sagt, wann kann ich dir gegenüber so groß und stark und schützend sein? Matai. Bonire. Er sagt, ich kann so sein, dir gegenüber. Ich kann auf dich achten, ich kann auf dich aufpassen, ich kann meinen großen Namen dir zuliebe zeigen, um dich zu schützen. Wie geschieht das? Indem du auf das Anfassen achtest. Was ist das für eine Antwort? Gibt es einen Beweis dafür? Kein Problem. Nehmen wir die Wörter Shimcha, Gadol, Venora, Kadosh, Hu. Bitte Handys rausnehmen, wenn ich rechnen kann. Das sind viele Wörter. Shimcha, Shin, Mem, Kaf. Shin 300, Mem 40, Kaf 20. Wie viel haben wir? 360. Gadol. 3, 4, 6, 30. Nachon? 43. Richtig? Na, wir gehen Wort für Wort. 43. Zuerst war 360, dann 43, ja. Dann haben wir Venora, W6, Nun 50, Wav 6, Resh 200, Aleph 1. Kommt raus? 263. Ja, fair. Meine Frau auch. Meirov ist gegeben. Weiter. Also wir haben drei Summen. 360, 43, 263. Wer notiert das? 260. Räger. Es sind noch zwei Wörter geblieben. Dann haben wir Kadosh, Kuf 100, Dalet 4, Wav 6, Shin 300, 410, richtig? Nachon? Hu, Hey, Wav, Aleph, 5, 6, 1, Yotze, 12. Jetzt machen wir 12 plus 410 plus 263 plus 43 plus 360. 1082. Ist das Zufall? Ist das Zufall jetzt? Shimcha. Gerade bei Zniut, bei Shmirat Negia. Hevre, noch einmal, bitte. Bei Shmirat Negia, ich bin hier, ich werde auf dich aufpassen, ich werde alles für dich tun. Regel, es ist noch Anfang, Lucy Amtiro, es ist noch Anfang. Talmud Masechet Sanhedrin. Er sagt, מי שלא שומר טהרת משפחה, so steht geschrieben, ich zitiere, wer nicht achtet auf טהרת משפחה bedeutet מקווה, zeitig. Nicht nur מקווה, in der Zeit, wo man verboten ist, es geht, das Wichtigste ist das Anfassen. מאוד חשוב. פנאטי, זה לא פנאטי. Alle Ehen, die halten bis jetzt, koschere Ehen, halten, weil sie nicht anfassen, wenn es verboten ist. Anfassen, ich rede nicht über das Anfassen. Mishelo shomer tarat mishpacha, keilu kofer bekol atura kula. Das sagt der Talmud, das ist nicht irgendwie hergeholt, das ist von Kadosh Baruch Hu. Wer nicht auf das achtet, ist als ob er verleugnet die ganze Tora, es gibt die Tora nicht, kein Mutter. Warum? Er sagt, jeder Jude, jede Jüdin ist ein Sefer Torah auf zwei Beinen. Warum? Wir sind ein Teil von Kadosh Baruch Hu, nachon. Chelek Elohim mi ma'al. Jeder von uns ist ein Teil von Kadosh Baruch Hu. Das heißt, wir sind Minimum so wichtig wie ein Sefer Torah. Richtig? So kommt raus. Wenn wir ein Teil von Kadosh Baruch Hu sind, Kadosh Baruch Hu ist das Heiligste, was es gibt. Und von ihm kommt die Torah, weil er hat in der Torah geschaut und die Welt erschaffen. Das heißt, wir sind sozusagen ein Sefer Torah auf zwei Beinen. Jetzt, wenn wir sehen, ein Sefer Torah auf dem Boden, was machen wir? Sofort. Wenn wir sehen, Sefer Torah verbrennen, wir beginnen zu weinen. Richtig? Fix. Ich war im Museum in Rom jetzt vor kurzem. Ich habe gesehen, ein Sefer Torah, was halb verbrannt war. Ich habe begonnen zu weinen. Der Kukach Kavli. Weil ich lese in der Torah, ich habe gesagt, 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 ich habe ges
verbannt. Was tut dir weh? Du denkst dir, wie kann man so brutal sein? Wie kann man sowas machen? Wie kann man so etwas Heiliges verbrennen? Es tut dir weh, du weinst. Ein Mensch, der Tarat Mishpacha nicht hält, sagt der Talmud, ist so, als hätte er Sefer Torah verbrannt. So schlimm ist das. Kadosh Baruch Hu sagt, wer das einhält, ich nenne ihn Shomer Mitzvotai. Der liebe Gott sagt, wer es einhält, Shmirat Yad, das nicht anfasst, was nicht dir gehört, also nicht dein Mann ist, oder dein Vater oder dein Großvater, ist einer, der was meine Mitzvot einhält. Und einer, der was meine Mitzvot einhält, sagt er Folgendes. Wie sagt man, einer, der meine Mitzvot einhält, auf Hebräisch, Shomer Mitzvot. Shomer Mitzvot. Jaffe. Wie schreibt man Shomer Mitzvot? Ja. Shin, Vav, Mem, Reish, Mitzvot. Mem, Tzadik, Vav, Vav, Taf. Fangen wir an zu rechnen? Taf, Sef, Rega, Itchal. Shin von Shomer. 700. Nein. Shin, 300. Vav, 6, Mem, 40, Reish, 200. 546. Richtig? Ja. Jaffe. Zum Glück gibt es Handys hier, die es bestätigen, die nicht sagen, Michel fantasiert. Noch einmal. 300 plus 6 plus 40 plus 200. 546, das ist schon mehr. Mitzvot, Mem 40, Tzadik 90, Vav, Vav ist 12 zusammen, Taf ist 400, 542. 542 plus 546. 1088. Au. Sagt Kadosh Baruch Hu. Das heißt, Shmirat Negia. Shomer Mitzvot. Rega, ze lo nigmar. Rega, ze lo nigmar. Wer war derjenige, der Zimri ben Salu aufgespießt hat, wegen dieser Tat von Shmirat Negia, die nicht beachtet wurde? Wie hieß er? Pinchas. Ich habe eine Frage. Was wurde aus Pinchas am Endeffekt? Wer weiß? Ha? König von Arendel? Nein. Pinchas wurde Eliyahu Hanavi. Ja. Rega, rega, so noch nicht mal. Pinchas war derjenige, der lebend nach oben ging, nach Gan Eden. Aber wie passierte es? Mit Lift quasi? Mit Glaslift rundherum? No. Diese Wolke, so als, boah, bei Kadosh Baruch Hu ist alles speziell, Spektakel, Dinge da, nicht so wie in Dubai, Wasser hin und her. No, Pinchas wurde Eliyahu Navi, Rakrega. Wie ist Pinchas, Eliyahu, nach oben gegangen? Bei Esch, mit einem Feuer, wurde er hinauf begleitet. Rega. Ah, ja, aber Eliyahu vor allem, wurde ein riesiges Spektakel. Ach, schade. Wie beginnt die Tora? Wie beginnt die Tora? Mit welchem Wort? Bereshit, nachon? Jaffe. Wie schreibt man Bereshit? Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf. Das sind zwei Wörter, wenn man die Buchstaben verdreht. Brit, Esh. Brit, Esh. Pinchas hat sein Leben eingesetzt, um den Pakt mit Kadosh Baruch Hu zu bewahren. Er ist mit Esch raufgegangen. Moment. Das heißt, wer darauf achtet, dass der Pakt zwischen den Menschen, egal jetzt ob Mann und Frau, den Pakt Brit zwischen Mensch und Kadosh Baruch Hu bewahrt, Sochen lehitgalut Eliyahu. Wer kommt, bevor Mashiach kommt? Wer gibt bekannt, dass Mashiach da ist? Eliyahu Navi. Hitgalut Eliyahu. Hitgalut bedeutet, das Entdecken von Eliyahu. Eliyahu Navi. Okay, wir nehmen das Wort Hitgalut Eliyahu. Okay? Rega, rega, lo siamti. Hitgalut Eliyahu, lo stam. Eliyahu kann überall kommen, bei Brit Mila kommt er auch. Bei Ketz. Was ist Ketz? Ketz bedeutet fertig. Wenn die Zeit der Menschheit zu Ende, bedeutet nicht der Menschheit zu Ende, sondern wenn die Zeit der materiellen Welt zu Ende ist. Wenn die Galut zu Ende ist. Richtig, Ketz. Hitgalut Eliyahu Baketz.
Wir nehmen das Wort Hitgalut. Hey 5, Taf 400, Gimel 3, Lame 30, Wav 6, Taf 400. Wie viel haben wir? 844. Eliyahu ist ganz leicht. Aleph 1, Lame 30, Yud 10, Hey 5, Wav 6. Wir haben 52. Weiter geht's. Baketz. Am Ende schon. Ja? Baketz, B2, Kuf 100. Zadig 90, wir haben 192, richtig? 192 plus 52 plus 844 ist 1088. Trevor, wir haben jetzt 4 Bestätigungen von diversen Welten hergebracht. Wir konnten über normale Dinge reden, eine Geschichte erzählen, den Schuh fertig machen. Wow, Michelle hat seine leibende Geschichte, das ist mir ein Gesch. Hier muss eine Message gegeben werden, liebe Leute. Akoach shelanu, akoach shelachem, shelaisha, ze koach adir. Ein Mann alleine kann kann Kinder nicht erziehen, wie eine Mutter eine Kinder erziehen kann. Ein Mann alleine kann keinen Haushalt halten, wie jetzt eine Frau kann. Das heißt, eine Frau hat Kräfte, die kein Mensch auf der Welt hat, keine Rasse auf der Welt hat. Eine Frau hat Kräfte, das ist nicht normal. Die Frau wird in höchsten Tönen in der Tora gesprochen. Die Tora nimmt nie die Frau in Mut auf eine herablassende Art. Im Gegenteil. Wir haben schon im Bereshit gesehen, was sagt Kadosh Baruch Hu zu Abraham direkt? Er sagt, hallo Abraham, mach dir nicht wichtig. Alles, was dir Sarah sagt, du sollst auf sie hören. Das heißt, er bringt Sarah in eine Höhe, in einer Ebene, die Abraham nicht einmal erreicht hat. Weiter geht's. Yitzchak. Was war mit Yitzchak, seine Frau? Wer war seine Frau? Rivka. Was hat sie gemacht? Sie hat entschieden, Jakob, du nimmst jetzt das Essen rein, gehst zu Yitzchak und holst die Bracha. Und dann gehst du weg von ihr. Sie hat sozusagen ermöglicht, dass Jakob am Leben bleibt und das jüdische Volk von ihm rauskommt. Nachon? Was hat Rachel gemacht? Was hat Lea gemacht? Sie hat geweint, ich will nicht mit das abheiraten. Ich möchte keinen Mann haben, der keine Tora hat in sich. Sie hat mit ihren Kräften geschafft, den Spieß umzudrehen und Jakob für sich genommen. Rachel hat auch geschafft, indem sie nachgegeben hat. Am Endeffekt auch seine Frau geworden. Von ihnen kamen raus 12 Stämme. Das heißt, wieder haben die Frauen ihre Finger im Spiel gehabt, mit ihrer Weisheit. אני מתפלא עליך. לא, זה ש רבקה כאילו עשתה את זה נכון, אבל במציאות דיברו על פרשת השבוע כאילו ממנה וממנה ומתפעם כזה. נכון, זה את שני פרגי פורום, הצילת מנדס נכת על צנטרל, נכון? יא. דה ist Kadosh Baruch Hu schon in Entscheidung gekommen, dass wir das selber herausfinden, dass wir das selber in Betracht ziehen oder selber erkennen, dass wir sagen, wow, ohne die Frauen wäre das nicht möglich gewesen. Also er lässt das Verborgene den Menschen selber herausfinden. Einerseits. Andererseits ist es auch eine Art Zneut, die Frau nicht zu viel von Anfang an in den Mittelpunkt zu stellen. Warum? Denn wenn man die ganze Zeit eine Frau im Mittelpunkt hat, dann hat es schon keinen besonderen Wert. Wenn etwas immer seltener kommt, dann hat es immer einen Wert und der bewahrt immer dieser Wert. Dieser Wert bleibt immer bewahrt. Wie gesagt, Isha, losamo tatamit ba zentral. Obwohl Miriam war immer zentral. האימהות שלנו, אבל אימא צנטרל, שרה, שרה, ישנו את השם, זה היה גמר דינג, זה היה הגר וגשיקנו סובעת את זה, תפיל לזה אתם גמר. רבקה עצום בהשפיל, רבקה, בסוף עמד רבקה, זה היה תסמיד דירנציון גמר, זה היה גרפי גזוק, זה היה גזק, עליי כללתך פני, כאין מן עצוב אז גזק, כאין מן תראוצי, אין אין פלוך אוף זיק שתונם, רבקה וברד איך נמד אין פלוך אוף מיק, אל תפחד, עליי כללתך פני, Ein Mann kann sowas nicht. Eine Frau hat die Kräfte dazu, warum? Weil sie hat einen anderen Bezug mit Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu hat sie erschaffen, ohne jemanden zu fragen, ohne mit jemandem irgendwas Ratschläge. Bei Atzmo, Ezel Adam, was hat er gesagt? Na, sie Adam, Ezel Menu, was sagt ihr? Bei der Frau, Allah, bezahlt, kol ha-energia shelo, hakol natan la-isha.
sieht die Frauen. Sie kann putzen, sie kann das, sie kann nicht schlafen, sie kann aufstehen in der Nacht, sie kann das, das, das. Sie ist ganz normal. Die Männer sind krank. Ich war einmal in der Tierstraße. Es ist einmal, eine Frau hat Test gemacht, sie ist positiv rausgekommen. Der Mann neben ihr macht Test, er ist auch positiv und er ist unmächtig geworden. Deine Frau steht neben ihm. Seine Frau steht neben ihm, er ist unmächtig geworden. Und er empfiehlt nichts die ganze Zeit. Eine Frau hat besondere Kräfte. Vor allem Nashim Yehudiyot. Wie sagt man Hausfrau? Warum heißt eine Hausfrau Hausfrau auf Deutsch? Hausfrau. Bedeutung gibt es, ja, sie ist Hausfrau. Todaraba, dass sie so heißt. Ich wusste es nicht davor. Akeret Bait. Sie ist die Hauptsache des Hauses. Ohne sie funktioniert gar nichts. Nichts, null. Akeret Bait, Ikarabait. Das Wesentliche zu Hause, also die Wirbelsäule des Hauses. Ohne die Wirbelsäule ist alles so. Muss man Gips machen. Akolisha. Wenn wir was suchen zu Hause, Mama, wo ist mein Kleid? Mama, wo sind meine Schuhe? Hochzeit. Wo sind meine Stöckelschuhe? Mama, wo versammelt sie immer? Baron, Lemala, links oben, neben den Dings. Ah, nachon, danke. Mama ist wie Commander, Major. Sie weiß genau, wo was ist. Wie in Marines. Mama weiß alles. Was sagt uns das, liebe Freunde? Wir müssen verstehen, dass die Wertschätzung einer Frau ist es dann, wenn sie nicht anfasst. Wisst ihr, meine Frau, wenn sie begonnen hat, in Schäfer zu arbeiten, haben sie sich vollkommen dagegen. Aber Rav Aminow wollte sie als Moschgech haben. Rav Aminow hatte gesagt ins Gesicht, ich verbiete dir, den Leuten ein Lächeln zu schenken, als Service. Shalom, Bakertau, Thomas Kimlach. Kacha. Weißt du warum? Es gibt Männer, die betrachten das als, sie hat mir Augen gemacht. Wer meint Kacha? Lolo? Shalom, Mikchoi, professionell, Shalom. Ken, Toast, Waksha, Chef. So? Lächeln. Pach, Pfeif! Lomatim, sie lomatim. Wie schaut das aus? Zniut, Negia, diese Sachen. Chevre, wir wissen nicht, ihr wisst nicht, wie die männliche Rasse denkt. Aha! Wer muss wem nachlaufen? Der Mann, der Frau. Warum ist das so? Wer hat das erfunden? Vielleicht ist es umgekehrt. Ha? Oh? Aber das ist nicht der Grund, weil er die Mitzvah hat. Weil er die Mitzvah hat, bekam er diesen Trieb von Kadosh Baruch Hu, weil ohne den Trieb kannst du nicht die Mitzvah machen. Ja, fair. Weil er diesen Trieb bekommen hat, musste er die Mitzvah nachrennen. Aber der Mensch, weil er die freie Wahl hat, kann er auch die falsche Seite nehmen. Und jetzt, damit der Mensch das nicht tut, muss man alle möglichen Initiativen oder Wahlen treffen, damit es nicht geschieht. Alle möglichen Wege abschneiden. Nachon? Wenn man ein Tier hat in einem Käfig, oder wenn man ein wildes Tier hat, wenn man ein Krokodil zu Hause hat als Haustier, du lässt dich frei rumlaufen, wenn du ein Baby zu Hause hast. Da hast du nicht eine Stunde kein Baby mehr. Dann rübst du dein Baby raus. Bäh, auf einmal der Schädel fliegt raus. Also, was machst du? Du lässt ihn komplett, machst ihn zu. Stimmt? Es gibt Leute, leider, Frau Schlemmer, die haben Spinnen zu Hause in einer Leute, Maketa, eine Spinne. Mata, sag ich, kacke, Spinne. Tobe, Schlangen, Spinnen, die ohne. Ken, Mäuse, spiel mit Mäuse so. Voll gestört, wirklich, voll gestörte Leute. Und Kino Maketa, der ist ein Haustier. Geh arbeiten, er ist Haustier. Such dir was zum Hackeln. Ken, wir versperren dieses Tier, damit es nicht raus kann. Und dieses Tier ist in jedem Mann drinnen. Und was macht man? Man macht sozusagen Grenzen, damit er nicht raus kann aus seinem Käfig, sage ich einmal.
Und einer der Dinge, die wir machen, wir, die zum Beispiel die Frau nicht angreifen. Ein Onkel aus Israel. Ah, Shalom, Kaisela. Ja, ruck in der Jäsen, ja. Da. Mapitom. Respektlos. Die sehen das unrespektlos. Besser ist, ihm gegenüber respektlos zu sein als ihm. Mehmet. Besser ist es ihm als ihm. Derjenige, Takshivitov, du hast richtig gefragt. Derjenige, der erfunden hat, die Respektlosigkeit, diesen Begriff hat auch gesagt, nicht abgeben. Ein Mensch, der, weißt du, ein Mensch, der Verständnis hat, willst du sehen, ob er ein guter Mensch ist oder nicht? Auch wenn er lächelt, ein guter Onkel ist und geholfen hat damals seine Eltern oder solche Sachen, es gibt jemanden, diesen oh, mein Pamagal. Was heißt das jetzt? Soll ich auf ihm springen? Ist ein Pamagal? Er hat für sich selber geholfen. Was er hat schon genug. Willst du sehen, ob ein Mensch wirklich ein gutes Herz hat, wenn er das versteht? Ein Freund von mir hat gesagt, Chavarim loko asim, Chavarim mevinim. Freunde, Verwandte versteht man. Man ist nicht böse auf sie. Man versteht ihre Situation. Man muss respektieren den anderen. Seine Entscheidungen muss respektiert werden. Das sagt Judentum. Das Judentum sagt, respektiere jede Entscheidung von jedem Menschen. Sag mal schon mal. Respektierst du nicht seine Entscheidungen? Sag Kadosh Baruch Hu, ich kann deine Entscheidungen auch nicht respektieren. Wie soll ich das machen? Du respektierst auch die Entscheidungen anderer Leute. Na sicher müssen die, aber es gibt Leute, die wissen das nicht. Die denken, es ist nichts dabei. Die denken, es ist nichts dabei. Was macht eine Frau oder ein Mann, wenn eine Frau küsst, die nicht seine Frau ist? Mazal Tov. Haben Sie gehört? Was war das Erste? Was machen die das Erste, als sie näher kommen? Ha? Ja, fair. Wisst ihr, was passiert auch bei meinem Mann oder einer Frau? Das reicht. In der Tora? Wie viele Männer hast du kennengelernt? Ja, aber auch viele so Männer. Wisst ihr? Nein? Schräger Regen. Es gibt Besen heute, es ist weit weg. Es ist Besen, Herr Hock. Wieso? Du kannst den Weg versperren. Ach, schau. Derjenige, der gegeben hat das Gefühl bei einem Menschen, Gefühle, weiß genau, wie der Mensch tickt. Es kann bei Einzelpersonen nicht der Fall sein. Aber wenn Kadosh Baruch sagt, ich gebe diese Alacha für alle, dann ist das für alle gedacht. Warum? Unser Rabbiner war vor nicht allzu langer Zeit in einer Askara. Und dort hat er darüber gesprochen und man sagte ihm, er sagte, man darf sogar die Tante nicht küssen oder Hand geben. Warum? Was ist dabei? Was ist? Es kann sein, dass irgendwas erweckt wird in dem Gefühl. Er sagt, bei meiner Tante, einer hat begonnen dort Witze zu reißen und sagt, wenn bei meiner Tante Gefühle erwecken, dann bin ich in einem schlechten Zustand. Hat er auf Macho-mäßig gesagt. Aber er weiß eines nicht. Das Problem ist, es gibt einen Engel, der heißt Yetzirah. Und er ist nicht dauernd bei uns. Er ist schon da, aber er schaltet ein, wenn wir es herausfordern. Wenn wir es nicht herausfordern, greift er es nicht an. Wenn wir selber etwas tun, auch wenn es nicht in meinen Gedanken kommt, dass ich etwas von meiner Tante will, die 50 ist und die nach Parfum von 100 Jahren riecht, wenn ich es trotzdem wage, es herauszufordern oder anzureizen, kommt er jetzt ran und schaltet seine Kräfte schon ein. Und dann auf einmal hast du Gefühle, die du vorher nicht gehabt hast. Jetzt ran schaltet dort ein, wo du herausforderst. Wenn du nicht herausforderst, lässt er dich in Ruhe. Unsere Aufgabe ist es, nicht zu herausfordern. Ihr Sohn, das Kadosh Baruch Hu, uns unterstützt, diese Tat nicht zu tun. Wisst ihr, wenn wir diese Mitzwa auf uns nehmen, nicht anzufassen, dann sagt Kadosh Baruch Hu, Abali Ta'er, Misa'in Be'adav. Wenn jemand will, sich an diese Regel zu halten, ich werde ihm helfen, ich werde ihm unterstützen.
Und ihr werdet sehen, Bezrat Hashem, dass wenn wir das auf uns nehmen, sobald wir das auf uns nehmen, wird Kadosh Baruch Hu seine Hände überall im Spiel haben und wird dafür sorgen, dass wir nie in diese Versuchung geraten werden. Todah rabah lekulam, Shabbat Shalom.